Laut einer Studie schauen sich 21% aller Heteromänner ganz gerne auch mal schwulen Pornos an. Mit nur 4% addierter Dunkelziffer, ich meine, ist das leichter zu rechnen, und jeder Vierte. Kann ich das gerade mal per Handzeichen kontrollieren? Nicht in Hamburg, okay. Nee, ist ja privat und peinlich. Vielleicht seid ihr auch mit eurer Freundin hier oder Mutter, weiß nicht. Oder ihr fragt euch, ey, was das für ein schwule Studie, genau. Meine Frau und ich waren beide auf der Schauspielschule und das Klischee stimmt. Schauspielschüler sind wahnsinnig anstrengende Menschen. Aber auf dem Sterbebett sagen sie sehr selten, ich hätte gerne mehr rumgevögelt. Aber Sex ist eine schwierige Sache und gerade ist auch echt keine gute Zeit. Also eine verdammt schwierige Zeit sogar, ein weißer Heteromann zu sein. Me Too ist in aller Munde. Oh Gott, darf man das noch sagen? In aller Munde? Ist es noch eine Redewendung oder schon Vergewaltigung? Wie soll man das denn? Ja, ey, nichts darf man mehr. Jungs sind eben Jungs. Ich meine, das ist die Natur. Wohin mit dem Testosteron? Und was macht man? In Deutschland? Bei gleichen Interessen? Man tut sich zusammen und gründet einen Verein. Ventil e.V. Verein für einvernehmlich nächstenliebenden Triebabbau intim benachteiligter Ladenhüter. Ist nur für Männer, klar. Jeden Donnerstag 19 Uhr bitte Küchenrolle mitbringen. Ja, das wird ein wenig Lobbyarbeit brauchen. Auf die universelle Heiligkeit unserer Penisse lassen wir nichts kommen, schon gar nicht einen anderen Mann. Wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, ist das so lange geil, wie Mann dabei zusehen und sich einbilden kann. Die beiden machten sich nur schon mal warm für seinen heiß ersehnten Heldenpenis. Männliche Sexualität hat vor allen Dingen eins zu sein, 100% heteronormativ, als verlässliche Goldreserve des Patriarchats. Die erlaubten Abweichungen beim verbalen Schwanzvergleich in der Umkleidekabine sind die Fernfahrermuschi, das ist eine Thermoskanne mit Hack, warmer Apfelkuchen, ah ja, ein Suppenhuhn, krass, boah, Alter. Dein bester Kumpel, wow. Aber hast du es nicht probiert? Bist du nicht informiert? In welches Loch wir was wann reinstecken, definiert doch nicht, wer wir sind. Es gibt mannigfaltige Eingänge ins Paradies und wer einen davon kategorisch ausschließt, der verleugnet die heilige Dreifaltigkeit. Und nur weil du einmal im Paleo-Restaurant gegessen hast, bist du noch kein Neandertaler. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß zu dir genommen. Als Mann mit einem Mann zu schlafen, ist wirklich empfehlenswert. Männer kennen einfach das Equipment gut. Wenn du spontan Bock hast auf eine richtig geile Partie Tischtennis, ja, ohne gleich in einen Verein eintreten zu wollen, mit wem spielst du dann? Mit einer Anfängerin, die vielleicht zum ersten Mal einen Schläger in der Hand hat und gar nicht mit dir Tischtennis spielen will? Oder mit einem Profi, der seit dem 8. Lebensjahr täglich eisern zu Hause trainiert und ständig Bock auf Rundlauf hat? Ey, und wie sicher nachts die Parks wären. Wenn Harvey Weinstein und Bill Cosby sich jeden Donnerstag getroffen hätten und bei der Zigarette danach gemeinsam zur Erkenntnis gelangt wären, dass Macht zwar sexy ist, aber das Ausüben von Macht, um Sex zu haben, Vergewaltigung, dann wäre auch ihnen sehr viel erspart geblieben. Vielleicht lernen sie es jetzt im Knast. Gay for the stay. Noch 1994 wurde in einem Labor in Ohio an der Gay Bomb geforscht. Per Pheromonabwurf sollten ganze Heerscharen von Soldaten dazu gebracht werden, die Waffen fallen zu lassen und statt Krieg Liebe zu machen. Ey, wie toll wäre das denn? Wenn Donald Trump und Kim Jong-un sich nach einem total anstrengenden Verhandlungstag abends im Bett zur Entspannung gegenseitig einblasen und danach beseelt in die Arme sinken würden und mit Tränen der Rührung würde Donald sagen, hey, deiner ist ja auch ganz krumm. Und Kim Jong-un würde antworten, ja, und deiner riecht auch nach Fischfutter. Was für eine Erkenntnis. Wir hätten Weltfrieden und Melania würde lächeln, eine grüne Jacke anziehen mit der Aufschrift It's a good day for everyone. Ventil e.V. hat das Zeug zum globalen Erfolgsmodell. Make bisexuality great again. Für jeden erfolgreich gewordenen Kumpel bekommen sie eine Tube Bodylotion gratis. Also ich kenne jetzt irgendwie keine Männer, die regelmäßig Bodylotion... Ah.
Ventil e.V. hat aber natürlich auch negative Folgen für die Gesellschaft. Alle Pfefferspray-Fabrikanten gehen pleite. Messdiener müssen ihre Snickers selber kaufen. Und Mario Barth findet einfach kein neues Material mehr. Aber er hat jetzt jeden Donnerstagabend was Schönes vor und 2 Tuben Bodylotion. Warum? Achso, er hat Oliver Pocher und Chris Toll geworben. Und die beiden wollen auch nicht mehr auf die Bühne, weil sie ihren Druck anderweitig loswerden. Alle gewinnen. Aber bis dahin bleibt es eine verdammt schwierige Zeit für Männer. Eine einzige Vergewaltigung... Entschuldigung, nee, warte kurz. Verlesen. Entschuldigung. Eine mutmaßliche, vielleicht wahrscheinlich bestimmt hysterisch erfundene Vergewaltigung, so geht das, kann alles zerstören. Alles. Also theoretisch. Als Brett Kavanaugh vor einer Woche als Richter auf Lebenszeit am US Supreme Court vereidigt wurde, gab es das typische Foto. Er steht da mit geradem Rücken und er hat die eine Hand zum Schwur erhoben, die andere Hand auf der Bibel. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Hand hat er wohl damals Dr. Christine Blasey Ford den Mund zugehalten? Weiß ich nicht. Ist eine verdammt schwierige Zeit für Männer. Die Chance, dass mein Sohn einer Vergewaltigung bezichtigt wird, die er nicht begangen hat, liegt bei 0,003%. Im Vergleich dazu liegt die Chance, vom Blitz getroffen zu werden, bei 0,008%. Die Chance, dass meine Tochter Opfer sexueller Gewalt wird, liegt bei ungefähr 25%. Aber die Zahl ist ungenau, weil nur etwa jeder dritte Fall zur Anzeige gebracht wird. 2018 ist eine wirklich verdammt schwierige Zeit für genau die Männer, die genau wissen, dass sie ohne die Gebirge von Privilegien, die ihnen nicht zustehen, noch nie zugestanden haben, ziemlich alt aussehen. Mehr talentierte Frauen in Führungspositionen bedeuten nämlich hauptsächlich erstmal eines. Ein eiskalter Wind für das männliche Mittelmaß. Dann muss man sich gemeinsam wärmen. Jeden Donnerstag um 19 Uhr. Eine verdammt schwierige Zeit für Männer. Ja, dann fickt euch. Oder ändert das System. Danke. Yeah.